Jeder, der sich für die kunstvoll gestalteten Instrumente interessiert, weiß, dass die Wiege der Geigenbaukunst im Mittenwald liegt. Wir hatten Glück. Anton Springer, ein Nachfahre von Matthias Klotz, dem Begründer des Geigenbaus im Mittenwald, bei seiner Arbeit zuzusehen. Also ich bin seit 20 Jahren Geigenbaumeister, mache nicht nur neue Geigen, sondern repariere auch, beziehungsweise meine Spezialität ist Klangverbesserungen. Es kommen viele Leute mit ihrem Dachbodenfund oder mit ihrem Erbstück und wollen von mir wissen, welchen Wert das die Geige hat und welches Alter und wo sie herkommt. Für eine neue Geige braucht man ungefähr 200 Stunden Arbeitszeit, die man mit sehr viel Liebe und in reiner Handarbeit herstellt. Meine Vorfahren haben die Geige für Mozart gebaut und es war zwei Häuser weiter, hier links von meiner kleinen Werkstatt. Eine sehr wichtige Arbeit, sowohl bei neuen Geigen als auch bei der Reparatur, ist das Aufschneiden des Steges. Also der Steg ist ganz wichtig für den Klang, muss ganz genau aufgepasst werden hier, dass er auf der Decke aufliegt und auch die Überstände von den Seiten, die hohen Seiten und die tiefen Seiten, das muss natürlich alles exakt stimmen, damit man später angenehm auf dieser Geige dann spielen kann und die Saiten nicht auf dem Griffbrett aufliegen. Also der Aufbau einer Geige ist also sehr traditionell, seit mehr als 500 Jahren ähnlich. Matthias Klotz hat ja diese Technik der Cremoneser Bauweise mit nach Mittenwald gebracht. Das heißt, wir bauen um diese Form herum, genauso wie Stradivari und Guarneri schon gemacht haben. Wir biegen diese Seitenränder und leimen die an die Eckklötze hin. Die Form kommt dann später heraus. Das nächste ist natürlich die Gestaltung von Decke und Boden. Hier sieht man sehr schön, wie das wirklich mit der Hand und diesem Hohleisen herausgestochen wird. Und später arbeitet man dann mit diesen kleinen Höbelchen die Wölbung heraus. Ich kann das mal hier vormachen. Das wird also sehr, sehr dünn und das kann keine Maschine. Das ist also meisterliche Arbeit, dass man das auch hört und fühlt, wie dünn das Ganze sein darf. Und hier sieht man vielleicht ganz gut, wie dünn das später dann wird. Und ich muss natürlich die Materialgrenze, darf ich nicht überschreiten sozusagen. Und das Ganze ist einfach so stabil, weil es in jeder Richtung gewölbt ist. Das ist also ein Meisterinstrument von mir und ganz wichtig ist die Lackierung. Ich nehme historisches Material, das heißt, ich nehme Bernstein, der unter hohen Temperaturen geschmolzen wird und dann mit der Hand auf das Instrument aufgetragen wird. Das heißt, das Instrument ist überzogen mit einem Edelstein. Einem Edelstein, der bis zu 300 Millionen Jahre in der Erde versteinert ist. Man sieht eben dieses Feuer in dem Instrument. Das ist also wie ein altes italienisches Instrument, diese verschiedenen Farben durch die historischen Pigmente, wie tief das Ganze reingeht. Es ist also wirklich so, als würde man eine Lupe auf das Holz setzen und könnte wie in einem, ja, in einer Holographie in das Holz hineinschauen. Bin also sehr glücklich darüber. Voller Begeisterung verlassen wir die Werkstatt von Anton Springer und bedanken uns für das wunderbare Gespräch und die Inspiration, die er uns mit auf den Weg gegeben hat. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.